Anfang des Jahres habe ich Ihnen über mein neuestes Buchprojekt berichtet. Nun ja, berichtet ist zu viel. Ich habe Ihnen gesagt, dass mein zweites Buch vor Weihnachten von mir im Urlaub geschrieben wurde. Und bitte verwechseln Sie dieses zweite Buch nicht mit der Korrektur meines ersten Buchs Allgemeinbildung, was ich ja zum ähnlichen Zeitpunkt fertiggestellt hatte. Und immer wenn Sie jetzt mein erstes Buch bestellen, erhalten Sie die korrigierte Version. Ja, vom Inhalt hat sich nichts getan, aber ein Haufen Fehler durch ja, Lektoren, die freundlicherweise für mich gearbeitet haben, habe ich da die Sache rausbekommen können. So, zuerst mein Dank an alle Käufer dieses ersten Buchs. In diesen Tagen überschreite ich die 10.000 Exemplare an Verkauf und die positiven Rückmeldungen zu diesem Buch waren also gigantisch und haben mich ja, darin bestätigt, dass ich dann doch ein weiteres Buch schreiben soll. Jetzt ist also mein zweites Buch fertig geworden. Es handelt um Katastrophenzyklen. Ja, ein sehr reißerischer Clickbait-Titel, aber es sind wirklich Zyklen und es handelt sich um echte Katastrophen. Und die handeln von der Menschheit oder sagen wir besser vom Homo sapiens, der seit Äonen, seit Ewigkeiten, seitdem er existiert, von diesen Zyklen heimgesucht wird. Und dieses Buch ist anders als das vorherige, ist auch anders als andere Bücher, denn es enthält 250 Quellenangaben, mit denen führe ich Sie an diese Zyklen heran. Das ist also jetzt nicht so, ich behaupte das und das wäre da so und so. Das wie in meinem ersten Buch, wo ich einfach beobachtet habe und geschrieben habe, was ich so gesehen habe in der Gesellschaft. Nein, hier habe ich also Quellen herausgesucht. Und damit bitte denken Sie nicht, dass ich jetzt da irgendjemand als Quelle genommen habe. Nein, als Quellen habe ich rund die Hälfte direkte wissenschaftliche Organisationen mit ihrem Output, mit ihren Arbeiten verwendet. Also NASA, ESA, NOAA, Smithsonian, die Max Planck und die Helmholtz-Gesellschaften und so ähnliche. Die sind auf der einen Seite dabei, aber 70 Quellen oder über 70 Quellen sind Peer-Review-Journale oder stammen aus Peer-Review-Journalen wie Nature, Nature Astronomy, Astronomy and Astrophysics, The Astrophysical Journal, The Planetary Science Journal, Mathematical, Physical and Engineering Services und, und. Also hier sind wissenschaftliche, akzeptierte Artikel, die eine Peer-Review, also eine Durchsicht anderer Wissenschaftler unterliegen, von mir als Quelle herangezogen worden. Ne? Und was macht mein Buch jetzt besonders? Das ist ja alles schon veröffentlicht worden. Ne? Nun, weil ich mich als Ingenieur mit Weltraumhintergrund, das erzähle ich hier manchen Leuten schon viel zu oft, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München studiert und habe einen großen Hang zu allem, was fliegt, sei es in der Luft oder im Weltraum. Und dem habe ich mich, ja, mit diesem Hintergrundwissen habe ich mir diese Daten gewidmet und habe sie von einer höheren Warte aus angesehen, habe gesagt, wo finde ich denn da Übereinstimmung? Wo finde ich denn Dinge, die aus verschiedenen Bereichen zusammenpassen? Ich bin also nicht ein Forscher, der sich in einem Spezialgebiet jetzt um etwas kümmert und dieses kosmische Phänomen über seine gesamte Karriere durcharbeitet und allen Angriffen gegenüber verteidigt, seine Hypothesen anpasst und verfeinert und da zu einem Schluss kommt. Nein, ich greife mir diese Hypothesen und schaue zu, wo passen sie denn zusammen? Wo finden wir denn Punkte, wo sie kumulieren? Wo wir etwas daraus lernen können? Und mit diesem ganzheitlichen Blick verwende ich also Arbeiten aus der Astronomie, der Astrophysik, der Geologie, der Biologie, der Genetik, der Geschichte, sogar der Prähistorik und noch zahlreiche andere Wissenschaftsbereiche mehr. Und das Bild, was mich so langsam dann einholte, das hat mich also richtig auf den linken Fuß erwischt. Also das hat mich runtergezogen, ganz, ganz heftig. Es hat mich also zutiefst erschüttert, denn ich wusste aus meinem Studium heraus, dass der Weltraum für die Astronauten ja ziemlich feindlich ist und dass man sich da extrem aufzupassen hat. Aber der Mensch ist ja auf der Erde ja nichts anderes als ein Astronaut auf dem Raumschiff Erde, das allerdings ungleich größer ist, im gesamten kosmischen Geschehen, im Universum, aber so ein Staubkorn ist, dass es ja diesen Kräften, diesen Zyklen, die man dort vorfindet, einfach schutzlos ausgeliefert ist. Das
hat mich also so tief erschüttert, dass ich mehrere Wochen, ja, über einen Monat gebraucht habe, um mich hier aus diesem tiefen, tiefen Loch da wieder herauszuarbeiten. Ne? Gut, ich bin von Grund aus ein sehr positiver Mensch, hat aber ein Weilchen gedauert. Also seien Sie vorsichtig. Gut. Ich bin der Meinung, dass noch zu Lebzeiten der meisten Zuseher diese Zyklen, ja, mit ihren Katastrophen oder sagen wir die eine oder andere Katastrophe aus diesen Zyklen uns noch heimsuchen wird. Ja, sollte man zumindest mal wissen, was da so passiert. Und dazu ist dieses übergreifende Buch, was diese ganzen Wissenschaftsbereiche versucht zusammenzufassen in eine ganzheitliche Theorie, dafür ist das Buch da. Wie gesagt, das ist kein esoterischer Schmarrn, sondern das ist Peer-Review-Wissenschaft. Alles. Ne? So, das Buch ist als Taschenbuch auf Amazon Kindle erschienen und eine Hardcover-Version ist für ein paar Euro mehr zu erhalten. Die Kindle-Version ist günstiger, wir müssen allerdings dann gewohnt sein, auf dem Reader zu lesen und bietet den Vorteil, dass man die 250 Links, die da als Quelle, na, ja, 250 Links, die als Quelle da sind, es sind über 250, aber ein paar sind nicht anklickbar, dass man die dort direkt anklicken kann und dann dorthin weitergeleitet wird. Warum bin ich nicht in den normalen Buchhandel gegangen? Nun, weil dieser den kleinen Autor ja übervorteilt. Die gesamte Bürokratie eines Verlages, die staatliche strenge Regulierung des Buchmarktes und das sorgt dafür, dass dem Autor fast nichts an Verdienst dabei überbleibt und auch wenn ich was aus dem tiefsten Inneren heraus jetzt sagen möchte und mich mitteilen möchte, so bin ich nicht bereit, das vollkommen kostenlos oder zugunsten von Dritten zu tun. Nee, so mache ich das nicht. Meine Rechnungen gehen davon aus, dass ich ungefähr 10.000 Euro mit diesem Buch einnehmen werde. Und da gehen natürlich Kosten von ab. Und mit mehreren 100 Stunden, die ich da reingesteckt habe, bekomme ich einen ganz normalen Handwerkerlohn. Also da ist irgendwelcher Neid von Ihrer Seite aus nicht angemessen. Ja, kommt vor, hat man mir vorgeworfen, ne? So, dieses Mal habe ich meine Lektorin, die sich bereit erklärt hatte, das erste Buch zu lesen, und daraus die korrigierte Version entstand, dieses Buch gleich durchlesen lassen mit logischen und grammatikalischen Fehlern. Und danke dafür. Man ist immer wieder erstaunt, was für Fehler man macht. Gut. Und zusätzlich habe ich dieses Mal einen befreundeten Physiker, der ist Kernphysiker und mit einem starken Hang zur Astronomie, auch noch die Quellen durchlesen lassen, dass ich hier nicht ja, etwas falsch interpretiert habe, was aus physikalischer Sicht nicht dazu passt, sondern dass ich hier also ja, die eine und die andere ja, Peer Review auf meinem eigenen Buch dabei dann habe. So, jetzt gleich kommt der Inhalt. Erstmal machen wir noch Intro nach vielen, vielen Minuten. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und statt des üblichen Buchs über die Geheimnisse, die Allgemeinbildung, was ich hier einblende, blende ich Ihnen jetzt das Cover von meinem Buch ein. Und wenn ich dieses Video zeige, ist es auf Amazon dann bereits erhältlich und wird dort on demand gedruckt. Anfangs wird es vermutlich nicht im Ausland erhältlich sein. Wenn Amazon dann merkt, dass die Stückzahlen steigen, dann drucken sie mehrere davon, verschicken das ins in ausländische Verteilzentren und dann kann man es dort auch kaufen. Also wenn es so ist, wie es letzte Mal war, dann gibt es das anfangs nur in Deutschland, aber nach ungefähr einer Woche, 14 Tagen wird es das dann auch in Österreich, Schweiz und anderen Ländern geben. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt von dem Buch, dass ich Ihnen da so ein klein bisschen da Sie anteasern kann. Die Welt ist voll von Zyklen. Zyklus ist also irgendwas, was kommt und geht und kommt und geht. Und eine gewisse Wiederholung zeigt. Und manchmal wird mit Zyklus also der gesamte Vorgang bezeichnet, manchmal wird der Zeitabstand damit bezeichnet. Also Zyklus sind wiederkehrende Ereignisse. Zum Beispiel Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Mond, Umlauf um die Erde, die Jahreszeiten. Und diese Dinge sind den Menschen seit, ja, seit ewig bekannt. Aber wenn Sie jetzt heute mal irgendwo so ins Wattenmeer gehen, ein paar Muscheln ausgraben am Abend für einen Snack und Sie achten nicht auf die einsetzende Flut, dann werden Sie dabei sterben. So einfach ist es und unsere Vorfahren starben daran genauso wie wir heute sterben.
Und über die Jahreszeiten müssen wir uns heute zum Beispiel keine Gedanken mehr machen, weil wir eine Gesellschaft haben, die für uns Vorräte anlegt. Nun ja, hoffen wir mal, dass die Gesellschaft das nun auch wirklich tut. Werden wir demnächst einmal ausprobieren, wenn hier mal der Strom wegbleiben sollte. Wollen wir es uns nicht wünschen. Und die Geschichte der Wissenschaften ist voll von entdeckten Zyklen. So waren schon den Chinesen damals die Sonnenflecken bekannt. Und zu den Sonnenflecken, auch im Buch geht es stark um die Sonne, schauen Sie niemals, niemals, nie, vollster Ernst, direkt mit den Augen in die Sonne. Sie schädigen Ihre Augen und schon gar nicht, überhaupt nicht, verschwenden Sie auch nicht mal den Ansatz daran, mit dem Fernrohr da reinzuschauen und mit dem Fernglas in die Sonne zu schauen. Das wirkt als Brennglas und brennt in die Netzhaut weg. Es gab Berichte von einigen älteren Astronomen, die waren auf einem Auge blind. Jo, in die Sonne geguckt. Ne? Also niemals. Finger weg. Sorgen Sie dafür. Ferngläser gehören nicht in Kinderhand, wenn die Erwachsenen nicht Aufsicht führen. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. So, das war mir so ein Anliegen, musste ich mal rausbringen. So, zahlreiche Vorgänge auf der Erde zeigen Abhängigkeit von Sonnenzyklen. Auch wenn das jetzt heutzutage die Sonne rechts ist und so nicht gesehen wird, aber die Wissenschaften sind sich, nein, einig sind sie nicht, aber sie haben sich an zahlreichen Beispielen nachgewiesen, dass die Sonnenzyklen auf die Erde einen Einfluss zeigen. Und damit ist jetzt nicht nur der 11-jährige Schwabe-Zyklus oder der 22-jährige Hale-Zyklus gemeint, da gibt es noch eine zahlreiche andere Menge mehr. Und all das führt zu Beeinflussung unseres Lebens hier auf der Erde. Dazu kommen die großen und schweren Gasriesenplaneten im äußeren Sonnensystem, die ihrerseits mit ihrem Schwerkraftfeld sowohl auf die Sonne einwirken. Die Sonne ist ja ein Plasmaball. Und Gravitation beeinflusst den, aber diese Gravitationsfelder beeinflussen auch die Erde. Und so lassen sich zum Beispiel Milankovitch-Zyklen auf die großen Gasplaneten zurückführen. Ne? Und in Summe finden Sie Zyklen in Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Eiszeiten, Fluten. Und das sind also nur die offensichtlichen Einflüsse. Da gibt es noch reichlich mehr. Und diese Einflüsse sind nicht nur in unseren Geschichtsbüchern niedergeschrieben, sondern die Vorgeschichte lässt sich aus Baumringen, aus Eisbohrkernen, aus Grönland und der Antarktis sowie ja unser eigenes Erbgut erforschen. Auch darin finden wir diese Zyklen. Und mit Isotopenanalysen in unseren Sedimenten kommen wir ja den Weltraumaktivitäten von vor Millionen und zig Millionen, 100 Millionen Jahren zuvor, kommen wir denen auf die Spur. Die hinterlassen da überall ihre Markierungen. Und es zählt nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch die Umgebung des Sonnensystems. Die nähere Umgebung mit den nächsten Dutzend Sternen ist also sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir hier bei uns vorfinden. Es werden immer mehr Planeten gefunden und diese nahen Sterne wie Barnard Star und Proxima Centauri zeigen ein, ja, sagen wir vorsichtig, interessantes Verhalten, was mir also Schauer der Angst über den Rücken laufen lassen. So, dieses Buch ist, wie gesagt, eine Literaturstudie und genauso ist es auch entstanden. Ich habe mich durch die Literatur gewühlt und richtig viel gelesen. Und das Lesen war riesig interessant. Und die Wissenschaftssprache ist Englisch. Und so sind viele der Quellen auf Englisch verfasst. Aber keine Angst, wenn Ihnen das Englisch nicht so locker von der Hand geht, Sie können mit Copy-Paste die Zusammenfassung, die Abstracts aus diesen wissenschaftlichen Papieren herauskopieren. In DeepL zum Beispiel als Übersetzer hineinkopieren. Und Sie halten eine Übersetzung, die zu 99,9% in Ordnung ist. Und zusätzlich habe ich Ihnen trotzdem noch Links auf deutschsprachige Zeitschriften wie Spektrum oder die Webseite scienxx.de oder die Wissenschaftsredaktionen der großen überregionalen Zeitungen als Quellen angegeben. Die haben in der Regel ja die Journale durchgearbeitet, die Artikel aus den Journalen durchgearbeitet und haben sie in populärwissenschaftliche, leichter lesbare Form gebracht und ja, suchen Sie dort weiter. Wenn Sie ein paar Mal in diesem Umfeld gesucht haben und aufgerufen haben, dann bildet sich Ihre Google-Blase in diese Richtung und Sie bekommen ähnliche, vergleichende,
Dokumente vorgelegt, wo Sie dann Ihr Wissen an dieser Stelle noch erweitern können. Es ist eine tolle Reise, die man da machen kann. Und das Buch ist viel, viel mehr als seine Seiten, weil man so viel darin ja als Startpunkte für weiteres Lesen, für weiteres Studieren finden kann. Das Bild, was die Wissenschaften uns zeichnen, ist also wirklich erschreckend. Und noch erschreckender ist, dass niemand aus der Politik sich um diese Fakten kümmert. Die forschen da im Auftrag der Staaten und null, kommt nichts an, keine Resultate in der Politik. Und deshalb enthält dieses Buch im Abschluss, in den letzten Kapiteln, zusätzlich noch Hinweise, wie man sich verhalten kann, vielleicht auch sollte, wenn Sie das so annehmen wollen, wie man den kommenden Katastrophen halbwegs entgehen oder die Wirkung auf sich zumindest mal abmildern kann. Es gab in der Vergangenheit natürliche kosmische Katastrophen, die wissenschaftlich nachgewiesen 90 bis 99% des Homo sapiens ausgelöscht haben. Peng, weg. Und nur weil wir heute Technik besitzen, heißt das nicht, dass wir jetzt so etwas locker überleben würden. Weit gefehlt. Uns haben die Medien und die Politiker eingeredet, dass die ganz großen Katastrophen, dass die vom Menschen herstammen. Klima, Umwelt, Atomkrieg. Und dass das, was natürlich ist, Solarkonstante, ne? So. Überhaupt das Wichtigste ausgeblendet, was ja für den Menschen überlebensnotwendig oder über die Menschheit überlebensnotwendig wäre. Und hier wäre mehr Resilienz, mehr Widerstandskraft gegenüber diesen kosmischen Gefahren und Zyklen bei uns angebracht. Wir sollen per Order of the Mufti, also von oben, sollen wir vergessen, dass die Menschheit mit seinen 8 Milliarden Individuen, vielleicht sind es auch weniger, nur ein Staubkorn auf unserer Erde ist und dass wir den Zyklen des Weltraums derzeit vollkommen schutzlos ausgeliefert sind. Und niemand unternimmt irgendeine Anstrengung, um uns an dieser Stelle widerstandsfähiger zu machen. Keine Null Vorsorge, alles ignoriert, man kratzt im Dreck im Hinterhof. Aber ja, wirklich, das große Ganze wird hier nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, wir verschwenden unser Geld für blödsinnige Kriege und überhastete Energiewenden, die wir ressourcentechnisch in dieser Geschwindigkeit gar nicht schaffen können, die wir uns ja technisch, finanziell überfordern und damit ins Nirgendwo kicken. Ne? Schon gar nicht dann diesen wirklichen wahren Bedrohungen ja, gegenüber widerstandsfähiger machen. Ich bin mir sicher, dass uns eine der großen Katastrophen, die die Wissenschaftler in der Vergangenheit gefunden haben, die zyklisch immer wieder kommen und in den kommenden Jahrzehnten heimsuchen wird. Dass sie nicht kämen, dazu sind die Zyklen zu ausgeprägt und sind zu einfach, ja, nachzuweisen und zu finden, wenn man denn sie nun anschauen will. Ne? Und deshalb gebe ich im letzten Kapitel des Buchs, wie gesagt, noch eine Anleitung, wie wir an dieser Stelle uns ja darauf rüsten können. Und falls Sie Horrorfilme lieben, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wenn Sie davon nichts am Hut haben, so wie ich, also an alle anderen, wünsche ich Ihnen zunehmendes Wissen und mögen Sie die kommenden Spitzen und tiefen Täler der Zyklen, die auf uns warten, der langfristigen Zyklen, doch gut überstehen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.